Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Thema. Heute rede ich das erste Mal so ein bisschen über meinen Körper eigentlich, weil ich vor ein paar Monaten, sage ich mal, vor einem Problem stand und mich auch sehr viel dazu im Internet informiert habe und auch viele Videos geguckt habe. Und ich dachte mir, jetzt kann ich einfach mal meine Erfahrungen und auch Erfolge mit euch teilen, denn es gibt bestimmt einige daraus, die es auch interessiert. Und zwar, bevor ich ein bisschen weiter darauf eingehe, wie es dazu gekommen ist, wie ich weitergekommen bin, damit erstmal der Fakt, dass ich in 3 Monaten 10 Kilo zugenommen habe und einige, die vielleicht auch Fotos von mir auf Instagram kennen oder vielleicht auch aus Videos, wo man mich, also meinen ganzen Körper sieht, wird schon sehen, dass ich jetzt nicht irgendwie, also ich bin immer noch sehr, sehr dünn, und wenn ihr euch schon vorstellt, dass ich mal eine Zeit lang 10 Kilo weniger gewogen habe, dann könnt ihr euch auch sicher einigermaßen vorstellen, wie das Ganze aussah. Es war halt so, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch 10 Kilo weniger gewogen habe, dass ich mich schon immer sehr, sehr dünn fand. Also ich hatte halt auch überhaupt keine Kurven. Da war eigentlich so gut wie nichts, aber es war auch immer so, dass ich mich eigentlich auch nie gewogen habe, weil ich irgendwie dachte, keine Ahnung, ich habe das einfach so hingenommen, weil vor allem auch ein Grund dafür war, dass ich immer das Gefühl hatte, boah, ich esse so viel, ich esse richtig, richtig viel, ich bin einfach dünn, vielleicht habe ich einfach irgendwie einen richtig guten Stoffwechsel, hat man mir früher auch gesagt, zum Beispiel meine Eltern haben mir dann so gesagt, ja, ach Kind, du hast einfach nur einen richtig guten Stoffwechsel, keine Ahnung, mein Papa ist zum Beispiel so, der isst wirklich, wirklich, wirklich viel. Und er nimmt auch echt so gut wie nicht zu. Er kriegt jetzt so langsam so ein kleines Bierbäuchlein, aber es war auch nie so, dass er irgendwie... Also er war immer sehr schlank, obwohl er immer wirklich viel, viel, viel gegessen hat. Auch nochmal viel mehr als ich. Bei mir war es so, ich dachte, ich esse total viel, im Gegensatz zu meinen Freunden, die auch so gesagt haben, boah, du bist so dünn, wenn du mit uns unterwegs bist, du isst eigentlich, also mal meckerst oder so, was man auch so gemacht hat, und du bist trotzdem so dünn. Und deshalb dachte ich halt einfach, es liegt an meinem Stoffwechsel, dass ich einfach so dünn bin und so viel essen kann, wie ich will. Also es war jetzt bei mir nicht irgendwie so krankhaft oder so, oder dass ich jetzt total krank aussah, ne? Aber irgendwann bin ich dann auch in das Alter gekommen, wo man dann auch so Sprüche bekommen hat von wegen, oh, du bist viel zu dünn und so. Und eigentlich, also mir ist das immer schon aufgefallen, aber es hat mich eigentlich lange, lange Zeit überhaupt nicht gestört, sage ich mal. Es war nie so, dass ich damit ein Problem hatte. Ich hatte halt, wie gesagt, keine Kurven, das hat mich schon ein bisschen gestört, aber es war jetzt nie so etwas, wo ich gesagt habe, du musst daran arbeiten, so, ich fühle mich unwohl oder so, weil ich eigentlich immer relativ selbstbewusst schon war. Ich habe das halt so mitgenommen, aber irgendwann bin ich so halt in ein Alter gekommen, wo dann echt so auch diese ganzen Sticheleien, jeder kennt das, einfach mal, du bist so dünn, iss mal ein bisschen mehr. Und was ich an dieser Stelle sagen möchte, ich persönlich bin ein Mensch, der niemanden irgendwie wegen des Gewichts verurteilen würde, aber ich habe das Gefühl, es geht auch oft in die falsche Richtung, und es wird viel mehr verurteilt, wenn man zu etwas, sage ich mal, fülligeren Menschen sagt, irgendwie, oh, du bist dick, du bist fett. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass es für Leute, die wirklich dünn sind oder auch zu dünn sind, genauso schlimm ist, wenn man zu denen sagt, boah, du bist zu dünn, iss mal mehr und so. Da fühlt man sich genauso irgendwie innerlich angegriffen und verletzt. Das war zumindest bei mir so der Fall, und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal ans Herz legen, verurteilt niemanden für das Gewicht, egal ob es zu viel oder zu wenig ist. So, es geht in beide Richtungen überhaupt nicht. Und dann kam es dazu, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass ich operiert werden musste. Und jeder, der operiert wird und in Vollnarkose gelegt wird, der muss sich vorher wiegen lassen, einfach damit dieses Narkosemittel genau verabreicht werden kann. Und dazu zieht man sich halt wirklich komplett aus. Also ich glaube, ich hatte nur diesen OP-Kittel an und habe mich dann auf eine Waage gestellt und gucke da drauf und sehe, dass ich 52 Kilo gewogen habe. Und Leute, ich bin 1,74, und das war so der Tag, wo mir das wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo ich mir so dachte, boah, du musst was ändern. Also ich stand da und dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass du mit 1,74 Meter 52 Kilo wiegst. Das ist nichts. Das ist, also kam mir dann so vor. Und da habe ich mich so das erste Mal gefragt, nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Also ab dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass mir dann wirklich stärker aufgefallen ist und mich auch mehr gestört hat als vorher, als ich das dann quasi nochmal schwarz auf weiß hatte, diese 52 Kilo. Ab dem Zeitpunkt hat es mich dann auch wirklich gestört und ich wollte was verändern. Und dann habe ich im Internet geguckt und mir ein paar Tipps ausprobiert, verschiedene Sachen ausprobiert, und
jetzt ist es an der Zeit, dass ich diese, mit denen ich am meisten Erfolg hatte, mit euch teile. Ich werde euch jetzt eine App vorstellen und auch noch ein paar andere Sachen und ich werde euch nochmal alles ganz genau in die Videobeschreibung packen. Falls ihr jetzt irgendwie nicht irgendwie mitschreiben wollt oder so, guckt einfach in die Videobeschreibung, da wird alles dazu stehen. Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt erstmal eine App runtergeladen, die ich dann auch wirklich lange Zeit sehr intensiv genutzt habe und die mir wirklich viel geholfen hat und das ist Yazio. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist eine App, mit der man in erster Linie seine Kalorien misst. Man erstellt da ein Profil, sagt, was man machen möchte. Also es gibt jetzt nicht so dieses Zunehmen, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei mir angegeben, mein Ziel ist es, Muskeln aufzubauen. Und ich habe noch hier halt meine ganzen Daten von dieser Zeit drin. Mein damaliges Gewicht war 52 Kilo und ich wollte auf 62 Kilo. Und mir wurde halt gesagt, dass ich dafür am Tag 2269 Kilokalorien mit, also zu mir nehmen muss. Was natürlich mal sehr hilfreich ist, weil man kann auch, glaube ich, ich sehe es jetzt nicht mehr genau, aber man kann auf jeden Fall auch den Zeitraum angeben, in dem man zunehmen möchte. Also die zeigen halt an, was noch gesund ist. Es kann auch schnell in die ungesunde Richtung gehen, das möchte ich vorab auch sagen. Aber die App, die macht das eigentlich ganz gut und die leitet einen so ein bisschen durch diese ganze Phase. So Leute, hier sieht man ganz gut, ich brauche noch 2269 Kilokalorien. Hier sieht man auch, wie viel Kilokalorien man verbrannt hat, jetzt quasi durch Sport. Das kann man alles angeben. Hier unter Aktivitäten dann zum Beispiel. Ich sage jetzt, ich habe jetzt zu Abend gegessen, sagen wir mal Spaghetti 100 Gramm. Fügen wir hinzu. Zum Beispiel hier von Maggi Spaghetti Napoli ist jetzt ein Beispiel. Tue ich auch hinzu, eine Packung. Und jetzt habe ich noch 1874 Kalorien über und habe 395 gegessen. Und das Ganze habe ich dann erstmal so durchgezogen und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich tatsächlich esse. Bei mir war das so, bei meiner Familie war es zum Beispiel immer Standard, dass wir abends immer zusammen gegessen haben und das war so meine einzige Mahlzeit, die immer so einen festen Zeitpunkt hatte. Zwischendurch habe ich mir mal das gegessen, mal das, in der Schule habe ich mir das geholt und so. Ihr kennt das sicherlich und ich habe irgendwie dieses Gefühl dafür, wie viel ich esse, total verloren und Leute, ich weiß nicht, ich habe teilweise nur 1200 Kalorien oder so generell den ganzen Tag zu mir genommen, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Mir kam es vor, als wäre das richtig viel. Und deshalb lege ich euch auch ans Herz, wenn ihr zum Beispiel in derselben Situation seid, wie ich es war, guckt erstmal, ob ihr überhaupt genug esst. Weil dadurch, dass ich das halt so über den ganzen Tag verteilt alles zu mir genommen habe, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen und das war so der erste Schritt, dass ich wirklich kontrollierter essen konnte. Und mein zweiter Tipp dazu ist dann auch schon bezogen darauf, ich habe es mir angewöhnt, zu festen Zeiten zu essen, weil ich zum Beispiel auch ein Mensch war, ich habe ungern gefrühstückt, ich habe meistens erst so das erste Mal gegen 12 Uhr gegessen, aber dazu kann ich euch sagen, das ist alles nur eine Sache der Gewohnheit, wirklich. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, ich habe mich halt quasi erstmal ein bisschen, sag ich mal, dazu gezwungen, morgens etwas zu essen und irgendwann brauchte mein Körper das. Irgendwann habe ich halt gemerkt, das ging sogar relativ schnell, dass ich morgens dann wirklich um die Uhrzeit Hunger bekommen habe. Und dadurch, dass ich dann mittags und morgens und abends dann zu festen Zeiten halt gegessen habe, also es muss jetzt nicht auf die Minute genau sein, aber so ungefähr immer zur selben Uhrzeit, weil ich natürlich dann auch Hunger bekommen habe, sobald mein Körper sich daran gewöhnt hat, das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht, auch einfach um mein Hungergefühl nochmal ein bisschen stärker zu machen, weil sonst war es immer so, ich esse mal was, sobald ich Hunger habe und sobald der Körper halt so feste Zeiten hat, also ungefähr feste Zeiten, kommt auch dieser Hunger dann zu dieser Uhrzeit. Natürlich habe ich mir auch zwischendurch noch irgendwie Snacks gegönnt und so, wenn ich auf irgendwas Bock hatte. Das gehört natürlich auch dazu, weil ich sag mal so morgens, mittags, abends, manche essen mittags auch nicht, wenn ihr so mehrere Snacks über den Tag verteilt ist, dann geht das natürlich auch, aber gerade morgens und abends so immer relativ leicht das Essen zu sich zu nehmen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann mein dritter Tipp für die Leute, die generell auch ein Problem haben mit so viel zu essen und so, das war bei mir auch so. Was mir auch unheimlich geholfen hat, war Sport, aber halt Muskelaufbau, nicht irgendwie so Ausdauertraining wie auf dem Laufband. Ich habe wirklich Muskelaufbau und Krafttraining gemacht für meine Beine und hauptsächlich für meine Beine und meinen Po hauptsächlich. Ich habe auch ein bisschen die Arme und so gemacht. Aber generell, ich sah immer so aus, so rechteckig, sage ich mal. Und meine Kurven habe ich wirklich erst
durch den Sport wirklich dazu bekommen. Vor allem ist es auch noch was anderes, wenn man jetzt nur viel isst und viel Kalorien zu sich nimmt, dann kommt halt wirklich nur Fettgewebe. Und wenn man das Ganze noch mit Sport unterstützt, das ist nämlich, also habe ich auch oft gehört, was leider ein Fehlschluss ist, ist, dass man durch Sport immer nur abnimmt. Also ich glaube, heutzutage ist Sport ja eh etwas, was viel mehr Leute erreicht als vor ein paar Jahren noch, halt durch die ganzen Fitnessstudios und so. Muskelaufbau ist eigentlich das Beste, was man machen kann, gerade um an den Beinen und an den Po zu nehmen, weil wenn da nur Fett hinkommt, das sieht dann auch nicht schön aus und man kriegt dann diese Fettknüppelchen oder so. Also wenn man jetzt wirklich, wirklich, wirklich viel isst, allein ich habe sehr dünne Beine und ich hatte vorher schon diese, ich glaube, das nennt man sogar Zellulite, sorry, wenn das jetzt nicht so ist, aber ich hatte auch diese Knötchen ganz leicht unter der Haut, also man hat es bei mir nicht doll gesehen, aber ich glaube, wenn ich jetzt nur weiter gegessen hätte, dann wäre es auf jeden Fall problematischer geworden und durch den Sport entsteht dann natürlich Muskelmasse, hat denselben Effekt eigentlich wie Fett, nur dass es schöner aussieht und halt auch alles viel straffer wirkt. Dann habe ich mich erkundigt, welche Lebensmittel zum Beispiel viel Kalorien haben und mit denen man gesund zunehmen kann. Und oft auf dem ersten Platz der Liste, was mich auch total überrascht hat, waren Avocados. Avocados haben mit rund 15 Gramm pro 100 Gramm Avocado echt einen richtig hohen Fettanteil. Und ich bin jemand, ich mag Avocados total gerne. Also als Brotaufstrich, generell so im Salat und so, ich liebe es. Und das ist halt auch dazu noch super gesund. Natürlich auch Bananen, die ich wirklich angefangen habe tagtäglich zu essen. Ich habe angefangen wirklich jeden Tag mindestens 2 Bananen zu essen, weil ich auch Bananen total mag und Bananen auch einen sehr hohen Kaloriengehalt haben. Ich ziehe jetzt bewusst nur gesündere Lebensmittel auf. Ich bin kein Fan davon, irgendwie nur gesund zu essen. Also ich finde so eine Pizza oder so, das muss auch mal sein. Aber es gibt halt auch viele Lebensmittel, die wirklich gesund sind, von denen man viel essen kann, ohne dass man dem Körper da mit irgendeinem Schaden zufügt. Was auch sehr gesund ist, natürlich auch in Maßen, ist zum Beispiel Lachs. Mag ich auch super gerne und der hat auch einen hohen Kaloriengehalt, ebenso wie Nüsse, Vollkornbrot, fettreicher Käse, Nudeln und Trockenfrüchte. Und sowas wie Bananen, Nüsse und Trockenfrüchte sind super Sachen, die man sich zum Beispiel mit einem Quark oder so mit hohem Fettgehalt zubereiten kann, womit man die ganzen Sachen wie Quark oder irgendwelche Shakes zum Beispiel aufwerten kann. Und wenn wir auch schon beim Thema sind, kommen wir direkt zu dem Shake, wo ich denke, dass er bei mir sehr, sehr viel ausgemacht hat, was das Zunehmen betrifft. Ich werde euch die genauen Inhaltsangaben nochmal unten in die Videobeschreibung schreiben. Auf jeden Fall war da drin Milch, Vollmilch, Quark mit hohem Fettanteil, eine Banane, Nüsse gemahlen, auf die Nüsse, nimmt Nüsse, auf die ihr Bock habt, so scheißegal, ich habe glaube ich gemahlene Erdnüsse genommen, I'm not sure. Ich glaube gemahlene Erdnüsse, aber da kommt eh nicht so viel rein, dass man das irgendwie sehr, sehr doll schmeckt. Moment, war ich jetzt? Genau, das war's schon. Und dann das hier, das sind Proteine, die sind auch super, um die nach dem Sport zu sich zu nehmen. Das regt den Muskelaufbau nochmal ein bisschen an. Das hier ist jetzt, wie viel ist da drin? Das ist echt 920 Gramm, also fast ein Kilo. Hat jetzt Chocolate Flavor, gibt es in ganz vielen Geschmacksrichtungen. Ich hatte schon Vanille, Cookies, Cheesecake, also das gibt es echt, keine Ahnung, in 1000 Geschmacksrichtungen. Und davon habe ich mir immer, ich mache euch das mal auf. Hier ist so ein Löffel drin und den habe ich immer voll gemacht und zu dem Shake hinzugefügt. Es schmeckt nicht nur übelst geil, also gerade so Schokolade und Vanille halt mit der Banane und so. Boah, schmeckt richtig gut. Das war auch sowas. Ich finde, wenn man gerade zu oder abnimmt, sollte man nie irgendwas zu sich nehmen, was einem nicht schmeckt. Ich finde, es ist gerade wichtig, auch Sachen zu sich zu nehmen, auf die man richtig Bock hat. Und das war so etwas, worauf ich mich immer wirklich gefreut habe, weil es so super lecker war. Und hier kann ich euch jetzt mal vorlesen. Eine Portion mit Wasser, also steht jetzt hier, also wir gehen jetzt davon aus, dass es halt nur dieses Pulver ist. Eine Portion davon hat allein schon 112 Kilokalorien. Das ist auf jeden Fall schon gut. Und halt mit den ganzen anderen Sachen zusammen. Ich kann euch leider jetzt nicht genau sagen, wie viel Kalorien so ein Shake hat, aber so wie ich ihn gemacht habe, ungefähr an die 1000 mit der Banane und alles, was da noch drin war. Und damit hat man schon fast die Hälfte von dem, was man überhaupt am Tag zu sich nehmen muss. Und es schmeckt auch noch gut.
Ihr könnt auf jeden Fall dann auch so ein paar Sachen ausprobieren. Tut das rein. Ich habe da mal Kokosnuss und so reingetan. Einfach die Sachen, worauf ihr Bock habt. Weil ich sage euch, das Wichtigste beim Zunehmen ist auch, dass ihr euch Sachen kauft und Sachen esst, auf die ihr Bock habt. Also ich habe es immer so gemacht, boah, ich hatte Bock auf Kuchen, ich hatte mal Bock auf einen Apfel oder so. Besorgt euch das sofort. Holt euch einfach die Sachen, worauf ihr Bock habt. Weil dann esst ihr auch erst richtig. Also dann esst ihr viel. Wenn ihr euch immer die Sachen holt, wo ihr gerade Hunger drauf habt, das ist auch super, super wichtig. Natürlich ist es jetzt für Leute, die zum Beispiel kein Auto haben oder so oder weit vom Supermarkt weg wohnen, nicht so einfach, aber dann kauft echt, geht so einkaufen mit dem Hintergedanken, worauf habe ich öfter Bock, auch wenn ihr jetzt in dem Moment keinen Bock drauf habt, damit ihr einfach was zu Hause habt, wo ihr einfach dann zugreifen könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, und so habe ich geschafft, dann wirklich innerhalb von 3 Monaten 10 Kilo zuzunehmen und mein Wunschgewicht von 62 Kilogramm zu erreichen. Das war halt so mein Ziel damals. Und dadurch, dass ich mir einfach angewöhnt habe, auch zu festen Uhrzeiten zu essen, das habe ich mir natürlich immer noch beigehalten, muss ich jetzt diese ganzen Shakes und so nicht trinken. Mein Körper hat sich daran gewöhnt, immer die Kalorien zu sich zu nehmen, die ich brauche. Und jetzt bin ich wirklich seit einem halben Jahr oder länger, glaube ich schon, einfach auf diesem Gewicht. Ich nehme, also es gibt auch mal Tage, da esse ich mal weniger, da esse ich mal mehr. Aber mein Körper hat sich eigentlich darauf eingestellt, so viele Kalorien zu sich zu nehmen. Und jetzt klappt das Ganze von alleine. Das ist immer so das Beste, was man damit erreichen kann. Also, dass man irgendwann dahin kommt, dass der Körper das braucht, was man ihm gegeben hat. Und dass man eigentlich sich um nicht mehr viel anderes kümmern muss. So, also nochmal kurz meine Tipps zusammengefasst. Kalorien zählen. Weil es ist einfach oft so, dass man denkt, man isst viel und das ist gar nicht so. Zweitens, macht Muskelaufbau mit Sport. Das ist auch super hilfreich und lässt den Körper einfach noch schöner und fitter aussehen. Macht euch diesen Shake, den ich euch vorgeschlagen habe. Probiert das Ganze mal. So eine große Box kostet auch nur 25 Euro. Ihr könnt in diese Fitnessläden gehen oder im Internet euch auch erstmal so Probiergrößen besorgen. Das ist überhaupt kein Problem. Da könnt ihr das Ganze erstmal probieren. Ich bin mir sicher, es wird euch schmecken. Guckt, welche Lebensmittel viel Kalorien haben. Guckt, was ihr davon gerne isst und gib ihm, also gönnt euch. Dann auch schon zum nächsten Tipp. Nehmt euch die Sachen, auf die ihr Bock habt, zu jeder Zeit, wann auch immer ihr wollt, das ist das A und O. Ihr müsst auch Spaß dabei haben und euch nicht irgendwie durchquälen und wenn ihr keine Avocados mögt, die so in euch reinstehen, das ist Quatsch. Also ihr müsst trotzdem noch Spaß dran haben und Sachen essen, auf die ihr Lust habt. Und was ich auch gerade schon gesagt habe, gönnt euch auch mal Ungesundes, das muss auch ab und zu mal sein. Und dann kommen wir zum letzten, was auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, gewöhnt euch regelmäßige Mahlzeiten an. Dann behaltet ihr einen besseren Überblick und euer Körper entwickelt von alleine Hunger. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps ein bisschen was anfangen. Gerne schreibt doch auch in die Kommentare, wenn ihr noch so einen ultimativen Tipp habt. Auch gerade für die anderen Zuschauer. Guckt mal in den Kommentaren vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir noch so ein paar Tipps miteinander austauschen. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, um mir das zu zeigen. Abonniert gerne meinen Kanal, um noch mehr von solchen Videos mitzubekommen oder den ganzen anderen Scheiß, den ich hier so veranstalte. Folgt mir auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer ihr wollt. Ich bin überall sehr aktiv. Und dann sehen wir uns bald schon wieder.